Boah, das ist heftig. Vor 2 Jahren war hier noch üppiges Grün. Wir sind alle geschwächt. Noch ein heißer Sommer, dann ist auch rum. Komplett verfault bzw. von Pilzen zersetzt. Was da genau auf uns zukommt, wir hätten vor 10 Jahren ja noch nicht mal gedacht, dass es uns so schnell so schlimm trifft. Ach je. Das macht mich sehr betroffen, das macht mich sehr traurig, das macht mich auch wütend. Es ist das Naherholungsgebiet der Frankfurter. Ein kostbares Stück Natur. Als grüne Lunge für Frankfurt unverzichtbar. Aber er hat längst angefangen. Der Wettlauf gegen die Zeit. Auch hier im Frankfurter Stadtwald. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Für die Forstwirtschaft eine Herausforderung. Also mehr Holz rausfahren, Holz rausfahren, Holz rausfahren. Ich pendel von Revier zu Revier. Ich mache das eine Revier fertig und dann gehe ich ins nächste. Aber in dem anderen Revier, wo ich dann praktisch schon fertig war, kommt ja immer was dazu. Also von fertig reden ist da nichts mehr. Das war früher aber anders. Ja, da konnten wir dann schon mal sagen, gut, in dem Revier ist man mal wirklich fertig. Aber mittlerweile von 1 bis 6 immer weiter und dann fängt man praktisch wieder von vorne an. Schadholz einsammeln, kranke Bäume fällen, Ernte das ganze Jahr. Das war geschädigt, also es hatte einen Trockenschaden und musste deswegen raus. Die Bäume waren kaputt. Das ist so ganz markant, dass das Holz ist so trocken, dass es reißt. Und das ist natürlich dann für die Holzindustrie nicht mehr zu verwerten. Da kann ich kein Brett mehr rausschneiden. Und zum anderen ist es oft mit Pilzen schon befallen. Ja, das sieht man hier, da gibt es Verfärbungen. Ganz extrem ist es bei dem hier, der allerdings auch durch die Dürre und diesen Klimawandel auch schon vorgeschädigt ist. Und das in Kombination oft noch mit Insekten, die sich dann natürlich auch noch breit machen, ist das eigentlich nur noch Holz, das man klein hacken kann und zu Spanplatten verarbeiten kann. Und nicht mehr für höherwertige Verwendung. Das ist eine Schande hier mit dem Buchen. Ja, ne? Schlimm, ja. Hätte man sonst eigentlich was anderes. Wie trocken die alles sind hier. Ja, ja. Nur hier drüben, ne, wenn man hier sieht, wie die Rinde da abgeplatzt ist teilweise. Und auch mit Fäule. Ne? Ja, also Fäule. Kann man einen Handfinger reinstecken. Ne? Hier auch, ne? Diese ganzen Trockenschäden hier. Also normalerweise verkaufen wir aber 25.000 Festmeter circa pro Jahr. Aber in diesem Jahr haben wir überhaupt gar kein gesundes Holz eingeschlagen. Also wir hatten jetzt Schadmengen aus dem letzten Jahr von der Trockenheit mit 34.000 Kubikmetern. Und wenn man mal bedenkt, dass wir normalerweise Schadholz haben wegen Stürmen oder Käferbefall von 2.500 Kubikmeter pro Jahr, dann ist es die 13-fache Menge, was wir allein an geschädigtem Holz von letztem Jahr aufarbeiten mussten hier. Generell haben wir das Holz losgekriegt. Das Problem war aber, dass wir einen enormen Preisverfall hatten. Das heißt, wo man vorher noch für die Buche vielleicht 60 Euro auf den Kubikmeter bekommen hat, hat man jetzt auf einmal nur 40 Euro pro Kubikmeter bekommen. Das ist ein riesen Preisverfall. Und das haben wir natürlich in unseren Büchern dann schwarz auf weiß gemerkt. Ne? Ein rund 6.000 Hektar großer Wald südlich des Mainz. Gut 2/3 davon liegen innerhalb des Frankfurter Stadtgebiets. Der Stadtwald, der streckt sich hier sozusagen an der östlichen Kante vom Berg, vom Monte Cervellino und zieht sich hier entlang der Skyline von Frankfurt. Da hinten sieht man den Feldberg, wo die Stadt auch Wald hat, bis hier rüber das ganze Band angrenzend an die Stadt. Das ist alles der Frankfurter Stadtwald. Er ist Teil eines riesigen Waldgebietes, das sich noch weit nach Süden ausdehnt. Buchen und Eichen prägen das Bild. Sie machen 2/3 des Baumbestandes aus. Einige der Buchen gehören zu den höchsten in Hessen. Im Schnitt sind sie rund 100 Jahre alt. Diese Eichen haben sogar schon 500 Jahre und mehr auf dem Buckel. Kiefern und Fichten wurden im Stadtwald erst Anfang des 15. Jahrhunderts angepflanzt. Die Konsequenz einer Forstwirtschaft, die hier schon seit Jahrhunderten betrieben wird. Heute wacht Tina Baumann über Frankfurts Wälder als Stadtförsterin. Und wie läuft's? Ja,
In der Stadtwald, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Da lebt man dafür, da ist man dabei und das kann man nicht abends einfach abschalten, wenn man nach Hause kommt, sondern man überlegt eben weiter, wenn er gefährdet ist oder wenn wieder irgendwelche Interessen hier sind, die vielleicht den Wald schaden könnten, dann fühlt man da schon mit und lebt das auch mit aktiv. 10 FörsterInnen und 32 ForstwirtInnen arbeiten im Stadtwald. Geerntet wird nicht mehr als nachwächst. Denn schon seit den 1970er Jahren betreibt der Frankfurter Stadtforst eine naturnahe Waldwirtschaft. Wir lassen das Totholz bei der Holzernte hier auch liegen. Wir räumen nicht alles aus dem Wald raus und verkaufen es, weil dieses sich zersetzende Holz ein sehr wichtiger Lebensraum ist für Insekten und Pilze. Naturnah. Das bedeutet auch Vielfalt. So viele Baumarten wie möglich, so viel Struktur, so viele Altersklassen wie möglich. Das heißt letztendlich, eine bunte Mischung aus Waldbäumen machen einen naturnahen, strukturreichen Wald, der klimaresistenter ist und auch gegen Trockenperioden zum Beispiel resistenter ist. So die Theorie. Aber geht die Rechnung auch auf? Von Natur aus würde hier eigentlich fast nur Buche vorkommen. Und wir haben mit knapp 50% Buche schon mal einen ganz guten Anteil. Wir haben auch ganz tolle alte Buchenwälder. Aber das Bedenkliche ist nun, dass wir gerade in den naturnahen Wäldern, die eigentlich so sind, wie die Natur sie hier vorgesehen hätte, mit die größten Schäden haben. Und das macht dann schon oder bereitet einem schon als Förster Sorgen. So, hier ist die erste Schadfläche. Wir fahren mal jetzt einfach hier so längs. Wir haben mittlerweile bestimmt 15 von den Flächen. Also wir haben mehrere Hotspots, wo alle Bäume auf einem Fleck abgestorben sind. Hier waren es ausnahmslos Buchen. Also das hier sind zwei Flächen etwa einen halben Hektar groß, also insgesamt einen Hektar. Hier stand so ziemlich alles drauf. Hier standen Fichten drauf, Lärchen. Buchen, Douglasien, also alles wild gemischt. Ja, also da ist mit einem Schlag die Arbeit von Förstergenerationen dahingerafft worden. Ne? Ja, man muss halt komplett von null wieder loslegen. Man sieht halt, dass der Klimawandel hier angekommen ist. Ne? Wenn der Grundpfeiler unserer Forstwirtschaft, die Buche, auf einmal einfach so abstirbt. Und nicht ein einzelner Baum, sondern einfach mal ganze Areale, wo also wirklich Bäume stehen, die ganz viel erlebt haben, die diese Stürme in den 90ern überlebt haben. Und jetzt auf einmal ist irgendwo Schluss. Und dadurch, dass man halt sieht, dass das weitergeht, ne, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hier. Wir kriegen genau solche Flächen und nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz, ganz vielen. Wenn der Wald einmal weg ist, dann ist es immer schwer, Wald noch mal dahin zu bekommen. Und das ist die große Aufgabe, das jetzt zu bewältigen. Hier werden wir vorerst mal nichts machen und gucken, was die Natur so bringt an Naturverjüngung. Das Problem ist nur, wenn man in die Kronen reinguckt, sieht man, dass es weitergeht und dass diese Fläche halt größer wird. Und so wie es aktuell aussieht, wird die Buche in diesem ganzen Areal hier absterben. Aber wozu überhaupt Forstwirtschaft? Wäre es nicht besser, den Wald ganz in Ruhe zu lassen? Das zumindest fordern etliche Naturschützer. Das ist auch im Endeffekt eine gute Idee, wenn wir Menschen da nicht wären. Weil wir haben ja gewisse Ansprüche. Wir haben einen enorm hohen Holzverbrauch in Deutschland. Und das Holz muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Alles ist in Pappe eingepackt. Coffee-to-go-Becher werden zuhauf verbraucht. Und auf der anderen Seite will man aber nicht, dass Bäume dafür gefällt werden. Weil alles war ja mal letztendlich ein Baum. Forstwirtschaft ist für unsere Gesellschaft ein ganz wichtiger Faktor. Eigentlich sind wir verpflichtet, dass wir heute die Bäume pflanzen, die unsere Kinder und Kindeskinder letztendlich ernten können. Und die Natur kriegt das selbstverständlich hin. Und das ist überhaupt nicht die Frage. Der Wald wird hier weiter bestehen. Nur in der Natur spielt halt Zeit keine Rolle. Und die Zeit haben wir Menschen nicht. Seit 4 Jahren betreut Lars Eckert sein Revier in Frankfurt-Oberrath. Guten Tag, hallo. Morgen, hallo. Morgen, Morgen Frau Kutscher. Geht's. Und? Ja, super. Und selbst auch. Ja, der Regen war gut. Ja, auf jeden Fall. Da haben Sie recht. Ja, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Man kommt hier zu nichts, weil immer, man sieht sich täglich. Und dann, ach, was haben Sie so erlebt? Ja, ich habe so das gemacht. Und dann ist direkt eine halbe Stunde weg.
Die Arbeit geht ganz fließend in die Freizeit über. Also es passiert immer irgendwas hier. Es kommen immer mal sonntags auch noch Anrufe oder nach Feierabend dann. Da kommt abends die Polizei und braucht irgendwie jemanden mit Ortskenntnis. Dann ist vormittags ein Hund entlaufen und dann ist das ganze normale Geschäft noch. Also das ist ein Job, den man entweder macht oder man lässt es bleiben. Und mir macht das halt großen Spaß. Lars Eckert lebt an seinem Arbeitsplatz, hier im Forsthaus. Der Beruf des Försters, für den gebürtigen Saarländer ist das der Traumjob. Ja, also ich wollte das schon sehr früh werden. Woher das kam, kann ich auch nicht erklären. Also ich komme nicht aus so einer typischen Förster- oder Jägerfamilie. Keiner meiner Vorfahren hat irgendwie im Wald gearbeitet. Und nach dem ersten Praktikum, so in der 8. Klasse, das natürlich beim Förster stattgefunden hat, war dann auch klar, ja, das ist es. Auch in der Freizeit lässt ihn der Wald nicht los. Also für mich ist das wie eine Sucht. Also das zu lesen, was da jetzt so von der Seite der Bevölkerung gedacht wird. Es wird ja aktuell sehr viel über den Wald diskutiert. Und das findet man auch im Internet wieder mit Bürgerinitiativen, mit Zeitungsartikeln, mit allen Beteiligten, die da irgendwie ein Interesse am Wald haben. Und das verfolge ich sehr, sehr gern, weil das den Konflikt bei uns eigentlich ganz gut zeigt. Die unterschiedlichen Interessen. Jeder hat eine andere Lösung, um mit dem Klimawandel umzugehen. Und diese Diskussion finde ich unheimlich interessant. Ständig arbeitet er an Lösungen und Verbesserungen. Wieder mal hat Lars Eckert eine Idee. Das sind sogenannte Quelltöpfe. Das ist eigentlich ein Netz mit einer gehörigen Portion Torf drinnen. Und das ist eine Möglichkeit, Bäume draußen in den Wald einzubringen. Und zwar die Möglichkeit, wo man sagt, die funktioniert auf jeden Fall. Die setzt du alle mit der Hand ein? Die Samen werden alle von Hand einzeln reingemacht. Mit der Pinzette, das ist eine ziemliche Friemelarbeit. Wie viele sind denn das? Also das hier sind so etwa 400. Man zieht die Bäume da drin heran, wie zum Beispiel hier diese Eichen. Wenn man die dann mit diesem Torfsack in den Boden einbringt, haben die im ersten Jahr, dadurch, dass Torf ja sehr viel Wasser speichert, das ist ja ein Bestandteil von Mooren, wie so ein Wasservorrat in diesen Dingern drin. Und das kann über so eine Trockenzeit quasi hinweghelfen. Machst du das alles während der Dienstzeit? Nein, solche Versuche laufen eigentlich immer nach Feierabend. Ah, hallo Eckert. Hallo Frau Woge. Na, was machen die Eichen? Oh gut, es hat ewig gedauert, aber jetzt sind sie so vielleicht schon groß, aber ich habe eine Frage. Für die Nachbarschaft hat er immer ein offenes Ohr. Also sie sind jetzt schon ziemlich groß, aber wir haben gesehen, dass die Blätter angefressen sind oben. Müssen wir uns Sorgen machen? Oh, da sind wahrscheinlich Schnecken am Werk. Das habe ich für Problem, okay. Habe ich hier auch. Aber damit kommen die Roteichen eigentlich klar. Antje Woge hat ihn durch eine Führung kennengelernt. Lars Eckert führt interessierte Bürger nämlich gerne mal durch den Wald und erklärt seine Arbeit. Das war nicht nur trockenes Wissen, sondern es gab Austausch, es gab Bewegung, es gab ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Ich fand total toll, dass da plötzlich Flipcharts im Wald hängen. Also es war quasi didaktisch total gut aufbereitet und wir konnten so gut verstehen, was ist eigentlich los irgendwie, was ist hier im Wald. Naja, genau, ich erinnere mich, das war eindrücklich. Also diese Grafik da, die zeigt die Misere, die wir haben, ganz gut da. Und zwar ganz kurz erklärt, also die Farbe grün ist der Niederschlag in Millimetern und rot ist die Temperatur. Und diese gestrichelten Linien, rot und grün jeweils für Temperatur und Niederschlag, sind die Normalwerte, die wir eigentlich hätten. Da sieht man bei der Temperatur, dass das eigentlich bei jedem Jahr von 2006 bis 2017 eigentlich immer deutlich drüber war. Und zugleich, obwohl die Bäume ja mehr Wasser gebraucht hätten, immer weniger Regen kommt. Also das, was normal wäre, erreichen wir in der Regel gar nicht mehr. Die Leute müssen halt wissen, was Sache ist. Vielleicht auch unabhängig vom Wald, um ihren Lebensstil zu ändern. Ich meine, das betrifft ja nicht nur den Wald, das betrifft die Landwirtschaft, das betrifft alles. Und wenn es immer wärmer wird und immer weniger Regen fällt, dann hat das schon ernsthafte Konsequenzen für uns alle. Und die Leute wissen, was in Sachen Klimawandel auch hier in Deutschland auf uns zukommt. Das war relativ niederschmetternd, weil es dem Wald wirklich nicht gut geht. Und zum Schluss gab es aber dann die schöne Aussicht von den Bäumen, die der Herr Eckert dort sieht. Und dann sagt er aber, die Baumschulen, die haben eigentlich gerade keine Bäume. Und dann kam der Gedanke, ja, aber das ist doch nicht so schwer, das können wir doch auch. Und dann haben wir mit einer Nachbarin zusammen, ja, ich glaube wirklich relativ schnell 100 Familien zusammen gehabt, die gesagt haben, wir machen mit.
Und daraus ist dann ein Bürgerprojekt entstanden. Ich habe vorbereitet diese Töpfe, also ich habe die Bestellung übernommen und habe die Töpfe dann alle mit Blumenerde oder einer speziellen Anzuchterde befüllt, damit das Ganze auch mit Nährstoffen versorgt wird und einen guten Start hat. Und ich habe dann im Endeffekt noch die Samen haben wir gesammelt. Und hier am Forsthaus gab es einen Übergabetermin, wo die Leute sich eins von diesen Pflanztabletts aussuchen konnten und auch eben auswählen konnten, welche Samen da rein sollen. Die haben sie auch selbst eingesetzt. So ziehen jetzt FrankfurterInnen über 1000 Bäumchen an, die sie im Herbst hier auspflanzen werden. Für Frankfurt ist der Stadtwald extrem wichtig. Die Bäume filtern nämlich nicht nur Schadstoffe und produzieren Sauerstoff. Der Wald ist auch ein riesiger Wasserspeicher. Regen versickert und verdunstet wieder. Dadurch entsteht kühle und saubere Luft, die das Klima in der Stadt reguliert. Frankfurts grüne Lunge und Klimaanlage. Wegen seiner Bedeutung für das Klima ist der Stadtwald 1993 zum Bannwald erklärt worden. Das bedeutet eben, dass der Wald hier ganz besonders geschützt ist, nicht für jede Baumaßnahme gefällt werden darf, sondern nur in bestimmten Ausnahmefällen gefällt werden darf. Knapp ein Viertel des Frankfurter Trinkwassers kommt aus dem Stadtwald. Deshalb ist er auch Wasserschutzgebiet. 6 kleine Seen gibt es. Die meisten in den 1930er Jahren künstlich angelegt. Überraschende Idylle im Frankfurter Stadtgebiet. Aber der Schein trügt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht auffällt, was heute noch üppig aussieht, ist längst bedroht. Das geübte Auge kann das erkennen. Also hier haben wir jetzt einen Baum, der ist krank. Das sieht man, das ist eine Eiche. Und wenn man jetzt mal hier hochschaut in die Krone, sieht man, dass die Belaubung nicht mehr so geschlossen ist, wie man es eigentlich sich wünscht. Das heißt, wir können durch die Krone durchschauen. Das sind also erste Trockenerscheinungen. Und man sieht auch in der Krone einzelne Trockenäste. Also ein klares Zeichen dafür, dass diese Eiche hier unter Wassermangel leidet und unser Hitzestress, Trockenstress. Und mit einem Stressfaktor kann ein Baum sehr gut und sehr lange zurechtkommen. Kommen aber mehrere Stressfaktoren dazu, dann sind manche Baumarten sehr schnell an ihren Grenzen angelangt. Das heißt, wenn zusätzlich zu den trockenen Böden auch noch die Klimaveränderung dazu kommt, die erhöhten Sommertemperaturen, die fehlenden Niederschläge, dann hat das massive Auswirkungen. Seit 1984 wird im Stadtwald jedes Jahr die Entwicklung von Schäden begutachtet. Der letzte Zustandsbericht war niederschmetternd. 97% der Bäume sind geschädigt, die Eichen fast zu 100%. Das umfasst alle Schweregrade, von leicht bis stark erkrankt. Also hier sieht man jetzt auch einen Waldbestand, der sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist alles abgestorben von der Trockenheit. Die Bäume, ja, haben keine Zukunft mehr hier. Man sieht hier Buchen und Eichen. Also hier sieht man auch diese klassischen Schäden, die entstehen durch die Trockenheit, die abgeplatzte Rinde, durch die Sonne hier, Sonneneinstrahlung. Bei Bäumen sagt man tatsächlich auch, die haben einen Sonnenbrand und platzt die Rinde ab und der Baum stirbt ab, weil natürlich sämtliche Nährstoffbahnen zerstört werden. Und der Oberboden, das ist jetzt auch schon viel zu trocken alles. Da ist überhaupt keine Feuchtigkeit. Man muss mehr richtig graben, bis man mal, wenn man da mal so reinschaut, ne, bis man da mal überhaupt annähernd. Hier wird es jetzt ein bisschen feucht, da wird es auch dunkler, das merkt man auch schon an der Konsistenz. Aber hier oben ist alles viel, aber auch hier unten, das reicht nicht aus. Das Problem ist auch nicht nur jetzt die Trockenheit, das ist natürlich das Hauptproblem. Daran sterben die Bäume ab. Aber was ihnen noch so den Rest gibt, sind dann die Sekundärschädlinge, nennen wir das. Man sieht hier diese Einbohrlöcher von Käfern. Das heißt, wenn der Baum von der Trockenheit geschwächt ist, hat er natürlich keine Abwehr mehr und Schädlinge greifen an und geben ihm dann noch den Rest. Also hier haben wir jetzt nicht nur so ein trockeneres, ne? Hier so eine typische Erscheinung, sondern wir haben auch einen Larvengang von einem Käfer. Das heißt, die Larven, die bahnen sich so hier einen Weg durch, fressen sich da durchs Holz.
Wir haben hier Schädlinge, zum Beispiel an der Eiche. Da haben wir den Eichen-Splinnkäfer oder Eichen-Prachtkäfer kann vorkommen. Was auch ein großes Problem ist, ist der Diplodia-Pilz bei der Kiefer, der die Kiefer wirklich auch großflächig zum Absterben bringt. Verstörende Bilder. Überall im Stadtwald. Nicht nur einzelne Bäume, sondern ganze Flächen sterben ab. Nach wochenlanger Trockenheit endlich mal Regen. Ist jetzt Aufatmen angesagt? Nein, die Schäden von den letzten zwei Jahren sind zu hoch, als dass sich das jetzt einfach mal schnell so regeneriert. Aber das, was hier jetzt im Moment vom Himmel kommt, wenn sich das jetzt mal anhalten würde über mehrere Stunden und dann auch über mehrere Wochen, das wäre ideal. Das ist wie bei den Menschen. Man kann sich das genauso vorstellen, wenn man mal eine Grippe hat oder wenn man krank war oder sich ein Bein gebrochen hat, braucht es eine Weile zur Regeneration. Wenn man die guten Voraussetzungen dafür hat, dann kann man wieder völlig gesund werden. Und so ist das hier auch. Nur ein kurzes Aufatmen. Schon wenig später ist's vorbei mit dem Regen. Klar, dass der Waldzustand eine Umweltdezernentin nicht kalt lassen kann. Was wäre Frankfurt ohne den Stadtwald? Wir brauchen diese grüne Lunge, damit wir als Menschen atmen können. Das ist der Sauerstoffspender schlechthin. Dieses Szenario will ich mir nicht vorstellen. Rosemarie Heilig ist hier, um sich ein Bild zu machen. Wie passiert es eigentlich, dass es da so zu so einem Astbruch, also dass so praktisch der Stamm dann direkt ausgebrochen ist? Also da ist der Stamm so trocken, der war wahrscheinlich auch ein bisschen krank vorher schon, der ist ja innen schon ganz hohl, sieht man. Ne? Aber wenn die dann noch zusätzlich austrocknet, dann bricht das halt ganz schnell mal runter alles. Ne? Ja, die hat ja überhaupt keinen Kern mehr. Gell? Nix mehr, die ist total tot. Ne? Und die dahinter fängt ja auch schon richtig an, ne? Die trocknet ja auch schon. Nebendran steht eine Eiche, ja, gleiche Gattung. Warum ist die jetzt noch grün und warum sind die jetzt hier so, die drei, vier, die da stehen, so weggetrocknet? Das kann sein. Die Bodenfelder sind wirklich so klein, lokal, so unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen saurer, der andere, was weiß ich, trockener, dass das so hinkommt. Oder die Sonneneinstrahlung ist von oben heftiger, weil die Bäume in bestimmter Formation stehen. Also das ist, man steckt da nicht wirklich dahinter. Da ich ja meine Diplomarbeit über das Waldsterben geschrieben habe und ja nur noch so rumgelaufen bin und habe mir absterbende Bäume angeguckt, trifft mich das jetzt, weil ich laufe jetzt schon wieder nur noch so durch den Wald und gucke mir nur noch Schadbäume an. Und das macht mich sehr, sehr traurig, ja, weil ich denke so, hallo, ich habe jetzt so lange Jahre mit dem Waldsterben zugebracht, jetzt muss ich das wieder erleben nach 40 Jahren. Das macht mich sehr betroffen, das macht mich sehr traurig, das macht mich auch wütend, denn auch ich bin ja jetzt, ja auch kein Rezept, kann auch nicht sagen, so und so und ganz schnell steuern wir um und dann ist alles gut. Das würde ich gerne. Ich hätte gerne ein Patentrezept, aber das haben wir nicht. Es ist so entsetzlich. Ich frage mich halt, wie das weitergehen soll. Ja, wenn man das sieht, dass diese Eiche hat ja 80, 100 Jahre auf dem Buckel und jetzt, von jetzt auf gleich verliert sie total an Vitalität. Sie ist abgestorben, tot. Also das bricht einem schon das Herz. Wenn das nicht aufhört mit der Trockenheit, also wenn wir weiter solche Jahre kriegen, dass es so trocken bleibt, dann weiß ich nicht, was aus dem Wald werden soll, weil wir brauchen Regen. Wir brauchen einfach wirklich so die Sommer, die wir gewohnt sind, zurück. Und wenn es eben nicht sich verändert, wenn die Trockenheit bleibt, dann werden eben noch sehr, sehr viel mehr Bäume absterben. Längst ist das Waldsterben in der Politik angekommen. Auch bei der hessischen Landesregierung. Rund 200 Millionen Euro fließen in ein Schutzprogramm für hessische Wälder. Man kann es vielleicht erreichen, dass sich diese Entwicklung des Klimawandels etwas mehr abflacht. Das wäre eine positive Entwicklung. Und meine persönliche Prognose ist, dass es noch eine ganze, ganze Weile so anhält und dass diese Klimakrise fortschreitet. Für die Frankfurter Bürger ist der Stadtwald ein Naherholungsgebiet. Und sie nutzen ihn gerne und ausgiebig. Ja,
Aber nicht jeder geht achtsam mit ihm um. So, hier, das ist jetzt was, das wollten wir euch auch mal zeigen. Das haben wir jetzt extra mal stehen lassen, damit wir das sehen. Das ist hier vor ein paar Tagen abgelagert worden. Das ist so eine Art Kühltruhe oder Kühltresen. Und das ist halt hier, ne, auch Thema im Stadtwald und ein Riesenärgernis, sowas. Da kann ich nur den Kopf schütteln und ich verstehe einfach die Leute nicht, wie man sowas machen kann und da einfach mal sowas als wirklich, ja, es fehlen einem die Worte. Das ist wirklich nicht schön. Was wird denn hier so alles abgelegt? Alles Mögliche. Halbe Wohnzimmer hatten wir schon im Wald. Wir haben Waschmaschinen, Kühlschränke, Autoreifen ist ein ganz großes Thema, wo einfach illegal Autoreifen entsorgt werden. Da muss man natürlich kein Geld dafür zahlen. Ne? Schmeißt es mal leicht in den Wald rein. Also da haben wir, es gibt nichts, was es nicht gibt im Stadtwald, was entsorgt wird. Auch die Reinigung und Instandhaltung von Wald- und Freizeiteinrichtungen gehört zur Forstwirtschaft. Ja, da ist jemand unterwegs gewesen und hat das Holzpolter hier angezündet. So ein Holzpolter, das brennt nicht einfach mal so durch eine weggeworfene Zigarettenkippe. Also da ist jemand auf jeden Fall hierher, hat irgendeinen Brennstoff verwendet vielleicht, wie auch immer, und hat es hier richtig, wirklich willentlich angezündet. Ja, hier zum Beispiel. Das ist ein wunderbares Beispiel von Müll im Wald, in dem Fall eben Glasscherben. Und wenn man die hier jetzt sieht, ne, kann man sich vorstellen, wenn hier die Sonne drauf knallt und der trockene Boden hier drumherum und das Laubmaterial alles trocken, ne, da erhitzt sich diese Glasscheibe und das ist ideales Brennmaterial für diese, also für ein Feuer, das dann hier entstehen kann. So, hier sieht man eine Stelle, da hat es letztes Jahr gebrannt, also das war eine alte Stelle. Und das ist so ein klassisches Bodenfeuer. Man sieht noch die Stöcke hier überall, die Äste, die Stammstücke sind alle angekohlt. Hier der Stamm. Und was man hier jetzt eben auch ganz gut erkennen kann, so ein Bodenfeuer bleibt nicht nur beim Bodenfeuer. Natürlich schlagen die Flammen auch an den Stammfüßen hoch. Und was passiert, sieht man hier ganz deutlich, die Bäume sterben ab. Also es kommt im Jahr, sagen wir mal so, im Schnitt so 3 bis 6, 7 Mal vor. 2018 zum Beispiel hat man ein Spitzenjahr mit 15 Waldbränden. Was öfter passiert, ist, dass Wald sich entzündet aufgrund von wahrscheinlich Unachtsamkeit durch Waldbesucher. Sowas ärgert mich natürlich. Ne? Wir haben hier Müllablagerungen, wir haben hier einen Pulli, wir haben Dosen, wir haben Deos, wir haben sogar auch vielleicht Gefahrenstoffe. Ne? Hier so ein Mullverband, wo man gar nicht weiß, ist da irgendwas Gefährliches dann noch dahinter. Aber wahrscheinlich haben sich hier Leute getroffen, die ja, sich einen Spaß machen wollten und hier kampiert haben und eben den Müll achtlos im Wald liegen lassen haben. Mit sowas schlagen wir uns jeden Tag rum und müssen den Dreck der anderen eigentlich wegräumen. Und das ist natürlich keine schöne Arbeit, sowas. Natürlich ist der Stadtwald Lebensraum für viele Tiere. Darunter gibt es auch seltene. Den Hirschkäfer zum Beispiel sieht man nicht mehr oft. Rund 100 Vogelarten und auch streng geschützte Bechsteinfledermäuse sind hier zu Hause. Von 30 Libellenarten gilt ein Drittel als gefährdet. Dieses Gebiet genießt einen ganz besonderen Schutz. Der Rosi ist einer der Bereiche im Stadtwald, die in die Liste des europäischen Naturerbeprogramms Natura 2000 aufgenommen wurden. So idyllisch ist es im Frankfurter Stadtwald normalerweise aber nicht. Wenn man normalerweise eben hier spazieren geht, dann ist das einfach alle 1,5 Minuten kommt ein Flieger und man muss sich die Ohren zuhalten und man kann nicht miteinander reden. Genau, jetzt kommt gerade einer. Ganz witzig. Also es ist normalerweise, jetzt sind wir in Corona-Zeiten, das ist anders. Wir sind wirklich entspannt, toll. Man hört mal Vögel, wunderschön. Normalerweise ist es so. Rund 1400 Starts und Landungen täglich waren es vor Corona. Was das mit dem Stadtwald macht? Studien gibt es nicht. Man kann nur spekulieren. Damals bei der Stadtbahn West, als ich da Biologiestudentin war, habe ich auch gesagt, genau, und wenn die dann hier einfliegen, dann haben sie zu viel Kerosin und dann lassen die das über den Stadtwald ab. Das machen die nicht. Das ist Unsinn. Ja? Also, das ist tatsächlich so, der Stadtwald leidet jetzt nicht darunter, dass jetzt Kerosin hier abgelassen wird. Ja?
Aber natürlich leidet das gesamte Ökosystem Wald an zu viel Stickoxiden und der Mensch an wahrscheinlich zu viel Ultrafeinstäuben. Das sind die beiden Faktoren, die aus dem Flugverkehr, mal abgesehen vom Lärm, kommen. Viel Wald ging für den Flughafen schon verloren. 1936 600 Hektar Stadtwald gerodet. 1981 225 Hektar Flörsheimer Wald. 1994 22 Hektar Gundwald. 2005 21 Hektar Wald Mörfelden-Walldorf. Und das trotz Bannwaldschutz. 2011 fast der ganze Kelsterbacher Wald. 216 Hektar Bannwald. Die Flugbewegungen gesteigert von 83 auf künftig bis zu 126 pro Stunde. Die Folge? Ein neues Terminal muss her. Hier werden jetzt auch Billigflieger abgefertigt, die in Hahn Arbeitsplätze sicherten, wo der Luftraum weit weniger belastet ist. Terminal 3 braucht einen neuen Autobahnzubringer. Der soll spätestens 2021 fertig sein. 6 Hektar Treburer Wald werden gerodet, trotz aller Proteste. Nur ein Auszug an Baumaßnahmen für die Wald gefällt wurde. Und das Abholzen am Frankfurter Flughafen könnte weitergehen. So soll sie aussehen, die neue Großarena The Dome, mit Platz für bis zu 23.000 Zuschauern. Daran angeschlossen ein Hotel und eine Trainingshalle für Sportclubs. Gelegen direkt am Frankfurter Flughafen zwischen A3 und B43. Das zumindest hätte Fraport gerne. Auf einem Waldstück, das der Firma gehört. Aber auch der angrenzende Frankfurter Stadtwald hat schon schwer einbüßen müssen. Etwa ein Siebtel des gesamten Bestandes ist seit dem 14. Jahrhundert verloren gegangen. Das meiste innerhalb der letzten 80 Jahre. Diese Fellarbeiten dagegen sind nicht zu vermeiden. Der Baum ist kaputt und nicht mehr zu retten, leider. Wie man sieht, da oben platzt jetzt auch schon die Rinde ab und alles. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Fußgänger, die unten langlaufen, keinen Ast auf den Kopf bekommen. Und deswegen müssen wir den jetzt zurückschneiden. Verkehrssicherung nennt sich das. Wir machen im Moment nichts anderes. Normale Forstwirtschaft wird hier aktuell nicht betrieben, nur kranke Bäume fällen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wenn wir hier fertig sind, dann machen wir uns an die nächste Stelle. Wenn wir die fertig haben, sind hier wieder tote Bäume da. Also es hört nicht auf. Und das war früher nicht so? Nee. Also früher haben wir Verkehrssicherung im Jahr vielleicht 3 Wochen gemacht. Also im Frühjahr 3 Wochen, im Herbst 3 Wochen. Das war's. Wir machen seit 2018 mehr oder weniger nichts anderes mehr. Bilder wie diese stoßen bei der Bevölkerung aber auch oft auf Unverständnis. Ja, weil keiner das sieht. Ne? Also die Leute denken, die hören natürlich vom Waldsterben, von der Dürre. Aber dadurch, dass die immer auf ihren Hund achten, sind mit Kindern unterwegs, die gucken immer nur horizontal. Und den Blick in die Baumkronen, das macht eigentlich keiner. Und deswegen ist das Unverständnis erstmal groß. Und die sagen, ja, warum fällt ihr denn gesunde Bäume? Aber die sind halt mehr oder weniger absterbend oder schon tot. Und zwar sterben die Bäume nicht insgesamt ab, sondern immer von oben nach unten. Dadurch, dass die quasi im Absterben begriffen sind, treiben die unten noch mal sattgrün aus. Aber wie man sieht, oben ist der Baum mehr oder weniger schon tot und das dauert nicht mehr lange, 3-4 Wochen und dann ist der komplette Baum braun und ohne grüne Blätter. Hier haben wir alle Absterbeprozesse mal da. In der Mitte der Baum, der ist sattgrün, der scheint noch gesund zu sein. Links der ist am Absterben und rechts der hat es quasi schon hinter sich. Ne? Da ist noch ein bisschen grünes Laub, aber das gibt sich jetzt auch. Der ist jetzt schon tot. So sieht es halt aus. So sieht es aus von oben, so vertrocknet. Das sieht aus wie verbrannt, verkohlt und einfach halt komplett verfault bzw. ja, von Pilzen zersetzt. Ne? Also das ist Wahnsinn, das ist morsch. Das ist ein Pilz, der sich quasi in der Buche einnistet. Das ist normalerweise ein Zersetzer. Also der zersetzt Buchenäste, die
durch Wind abgeknickt werden oder wenn ein Baum herumstürzt, also Nützlinge im Endeffekt. Die Buchen sind aber so stark geschwächt, dass dieser Pilz sich auch in einem lebenden Baum ausbreiten kann. Und ich meine, wenn sowas, so ein Stück, das hat immer noch Gewicht, ne? Wenn sowas aus 30 Meter runterfällt, das gibt Tote. Ne? Also deswegen machen wir sowas weg und deswegen ist es so wichtig. Wie er dem Wald helfen kann, darüber macht sich Revierförster Lars Eckert dauernd Gedanken. Auf diese Fläche bin ich unheimlich stolz, weil es das Ergebnis von Jahren Probieren und Scheitern war. Wir haben aus Eicheln, die wir hier im Revier gesammelt haben, die total unterschiedlich sind, diese Bäume rangezogen. Wir haben Eichen beerntet, die den Dürresommer 2018 augenscheinlich gut überstanden haben und die, ja, so vermutet man, auch gute genetische Eigenschaften mitbringen für den Klimawandel. Diese Eicheln haben sie per Hand eingesät. Fast wäre aber alles umsonst gewesen. 2019 ist hier wie so eine Art Tornado durchgefegt. Und dummerweise sind die Bäume, die dann umgekracht sind, die Überreste sieht man ja noch hier, genau auf die keimende Eichensaat drauf. Ja, das war natürlich klasse. Und da mussten wir fast zwei Tage lang räumen, haben die kleinen Eichen wieder aufgerichtet. Die Bäume hätten überall hinfallen können, aber sind natürlich hier reingefallen, das ist klar. Ne? Hat ihnen aber nicht geschadet, ne? Nee, sie haben es überlebt, erstaunlicherweise. Also die Pflanzen haben den Hitzesommer 2019 ohne Probleme überdauert. Und selbst wenn hier noch was absterben sollte, ist genug da, dass die Natur rausselektieren kann, was die beste Genkombi für den Klimawandel ist. Der Baum ist vital, das sieht man an der hier ganz gut. Die ist jetzt gerade erst ausgetrieben und die ist im ersten Jahr, ja, kann man sagen, fast 50 cm gewachsen. Also die Chancen stehen gut und wenn man sieht erstmal, wie das wächst, dann macht das durchaus Hoffnung. Also das ist schon eine super Ausgangsbasis für einen neuen Wald. Auch sie arbeiten mit Eichen und suchen nach einem Ausweg aus dem Waldsterben, haben aber einen ganz anderen Ansatz. Da, das muss alles richtig frei werden. Brombeeren richtig runterschneiden, das kann ruhig richtig ordentlich sein. So ein Experimentierfeld will gepflegt sein. Ein Forschungsprojekt der Goethe-Uni, das es schon seit 13 Jahren gibt. Biologin Vera Holland und die Studierenden erproben die Anpflanzung mediterraner Eichen. Der Vorteil von mediterranen Bäumen ist, dass durch die genetische verwandtschaftliche Nähe wir auch darauf setzen, dass die bestehende Fauna in den Habitaten Möglichkeiten hat, diese Bäume auch zu besiedeln. Das heißt, sich von diesen Bäumen möglicherweise zu ernähren, auf ihnen zu leben. Wir haben auf Eichen bis zu 400 unterschiedliche Insektenarten. Und wir als Ökologen versuchen schon zu gucken, dass die Bäume keinen Schaden anrichten. Das heißt, die Bäume werden auf Herz und Nieren überprüft. Und wir gucken nicht nur, sind sie fähig zu überleben, sondern sind die heimischen Insekten zum Beispiel in der Lage, das Laub abzubauen. Denn das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das Laub von den Bäumen abbauen können, um den Boden nicht weiter zu schwächen. Was hier ganz schön ist, ist, dass wir einfach sehen, dass die Blätter zum Teil angefressen sind und zum Teil, dass wir hier so eingewickelte Blätter sehen. Das ist natürlich für uns als Biologen wichtig, weil dann wissen wir, dass die Ökologie funktioniert. Das heißt, die heimischen Tierarten scheinen die Bäume anzunehmen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Ist das jetzt hier der Wald der Zukunft? Es ist zumindest ein Anfang, würde ich sagen. Durch die schnell voranschreitende Klimaerwärmung hat das Projekt in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Deshalb haben sie 2017 ein weiteres Versuchsfeld angelegt. Das ist eine Pflaumeiche, im südlicheren Deutschland schon verbreitet, ansonsten eigentlich im gesamten mediterranen Raum vorhanden. Das ist Quercus frenetto, die ungarische Eiche. Die ist nicht ganz so trockenresistent, weil sie in den mediterranen Gebieten eher in den höheren Lagen wachsen. Wir haben hier die Steineiche. Das ist ein immergrüner Baum, der seine Blätter im Winter nicht abschmeißt. Wenn man hier die Fläche sich anschaut, die Bäume sind alle sehr unterschiedlich im Wuchs. Das heißt, es kommt schon stark darauf an, wie sie anwachsen auch. Aber ich glaube, wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Die sehen alle sehr gut aus. Und jetzt gehst du bitte mal weg. Den Rest macht er ohne dich. Reicht schon. Was wird das, wenn das fertig ist? Im Optimalfall eine Bodenprobe. Wir versuchen hier
den pH-Wert zu bestimmen. Beziehungsweise machen wir jetzt einfach erstmal einen Test, wie gut wir die Erde aus dem Boden kriegen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Je höher die Humusauflage ist, desto eher hält sie Wasser. Das heißt, gerade in Zeiten des Klimawandels, wenn es jetzt immer trockener wird, dann ist es wichtig, eine gute humose Auflage zu haben. Der Evolution ein wenig Rückenwind verpassen. Darum geht es bei diesem Projekt. Wenn wir hier mediterranes Klima bekommen, dann werden wir natürlich auch die mediterrane Flora zwangsläufig irgendwann dazu bekommen. Das sind einfach ökologische Vorgänge, die sich nicht aufhalten lassen. Das heißt, wir wissen, dass die Bäume ohnehin bei uns migrieren werden, aber wir wissen nicht, wie lange das dauert. Gerade bei Eicheln, das sind Bäume mit sehr großen, mit sehr großem Saatgut, da dauert es einfach wahnsinnig lange. Weil bis so ein Eichhörnchen oder so ein Eichelherr so eine Eichel mal irgendwie 5 Kilometer weitergetragen hat, das dauert. Das heißt, wir können schon von mehr als 1000 Jahren, locker von mehr als 1000 Jahren ausgehen. Der Klimawandel ist aber jetzt. Deshalb wird man in die Natur eingreifen müssen. Im besten Falle würde ein fehlendes Management dazu führen, dass der Wald verbuscht. Aber wenn der Klimawandel ganz schlimm voranschreitet und sehr stark wird, dann werden wir Flächen bekommen, wo wir steppenähnliche Situationen bekommen. Was da genau auf uns zukommt, wir hätten vor 10 Jahren ja noch nicht mal gedacht, dass es uns so schnell so schlimm trifft. Aber was für uns ein großer Erfolg ist und sehr schön zu sehen, alle Arten haben die Winterbedingungen gut überstanden. Das heißt, unsere Überlebensraten der Arten sind sehr hoch. Und lässt uns natürlich optimistisch in die Zukunft blicken. Es ist und bleibt aber ein Eingriff in die Natur. Was hält die Forstchefin davon? Natürlich wollen wir erstmal mit unseren heimischen Arten weiterkommen. Wir wollen ja jetzt nicht komplett hier alles neu machen. Aber dennoch muss man da einfach mal in mehrere Richtungen denken. Und da fange ich besser gleich damit an. Deshalb probieren auch Sie hier im Stadtwald etwas aus. Lars Eckert hat noch ein anderes Versuchsfeld angelegt. Mit Bäumen, die schneller wachsen als Eichen. Ja, das ist die große Küstentanne jetzt. Hätte man nicht gedacht, dass die so leidet. Die hat es nicht gepackt, ne? Ja. Aber komplett, ne? Alles, ne? Da haben wir noch relativ viel gepflanzt, 100 Stück. Die sehen fast alle so aus. Okay, dann ist das wohl eher nicht der Zukunftsbaum hier. Nee, nee. Wenn man hier mal so rüberläuft, das ist... Die wurde als also auch eigentlich keiner ausgefallen. Ja, ja. Wir haben eigentlich alle Baumarten angebaut, die jetzt so in der Forstwirtschaft genannt werden als eine Möglichkeit oder eine Alternative gegen den Klimawandel. Das sind einheimische Arten, wie zum Beispiel hier die Winterlinde. Es sind aber auch solche Exoten wie der Baumhasel aus der Türkei oder die Atlaszeder aus Nordafrika, die immer wieder da rumgeistern, wo man einfach gesagt hat, wir versuchen es mal, ob das hier funktioniert. Weil wir hier im Moment eine Situation haben, wo wir nicht wissen, was mit unserer Buche passiert und mit unserer Eiche. Und das kann sein, irgendwann mal, wenn es so weitergeht mit der Trockenheit, dann werden wir diese Baumarten hier nicht mehr haben. Wir haben so große Ausfälle bei der Buche, die immer funktioniert hat. Und dann muss man sich Gedanken machen über einen Plan B, ne? Und was man denn macht, wenn das wirklich ausfällt. 17 Arten aus 4 Kontinenten. Biologen halten das für einen zu gewagten Eingriff ins Ökosystem. Aber den Förstern geht es auch um etwas anderes. Also es sind allesamt Arten, die trockenheitsresistenter sind als jetzt zum Beispiel die Buche, die aber zugleich auch ein wertvolles Holz versprechen. Die nach uns kommen, wollen ja wahrscheinlich auch Holz ernten. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir das zumindest schon mal vorbereiten und dass wir den Generationenvertrag irgendwo auch erfüllen. Und wie sehen Sie die Zukunft? Wir hoffen, dass der Plan A noch funktioniert, dass die heimischen Baumarten das hinbekommen. Dafür tun wir auch alles. Aber das ist das Backup. Und so wie es jetzt aussieht, geht dieser Plan B auch auf jeden Fall auf. Natürlich habe ich keine Glaskugel. Ich weiß nicht, wie es jetzt in 10, 15 Jahren aussieht. Haben wir dann kaum noch Regen? Haben wir dann absolute Trockenheit, savannenartige Zustände hier? Das kann niemand sagen im Moment. Aber im Moment denke ich, klar, wir werden mit Ausfällen leben müssen, aber wir werden auch anhand den Baumarten, die wir zur Verfügung haben, denke ich, irgendwas hinkriegen, dass wieder was hochwächst. Durch seine Lage zwischen Großstadt und Flughafen ist der Frankfurter Stadtwald besonderen Belastungen ausgesetzt. Sein Zustand kann aber stellvertretend stehen für viele Wälder in Deutschland.